Moini, da bin ich wieder mit Forbidden West und Aloy, die gerade die Energiezelle hier dort vorne aufgeladen hat, auf diesen Kasten hier gelegt hat und rübergeschoben hat. Sorry, dass ich es nicht mit aufgenommen habe. Ich wollte es erst ausprobieren und dann, ja, da war es auch schon passiert. Und ja, war aber nicht so spannend. Ich habe die da oben runtergeschossen, ist die runtergefallen, dann habe ich das einfach hier rübergeschoben. Dies, das, Ananas hier reingesteckt und jetzt habe ich irgendeine Tür geöffnet. Sie hat gesagt, oh, eine Tür ist jetzt geöffnet worden. Und ja, da oben leuchtet irgend so ein Schlüssellicht. Da würde ich doch gerne mal rüber. Ist die Frage, wie ich da rüberkomme. Weil die Tür ist immer noch verschlossen. Da brauche ich diesen Code. 2204 war es, glaube ich. Aber wie? Wie kommen wir da rüber? Können wir springen? Soll ich es mal mit Springen versuchen einfach? Ich versuche es mal hier mit Anlauf. Hüpf. Das war's nicht. Kann ich die Kiste... Oh, ja, die Kiste, die kann ich doch einfach hier die Rampe hochschieben. So. Und dann kann ich da hoch. Und dann mal schauen, was für ein Göffel wir hier gleich bekommen. So. Das müsste reichen. Okay, das Ding hat jetzt Strom. So. So, 2204. Gehen wir mal zur VIP-Party. Und was kriegen wir hier? Hier sind so Blood-Emotes. Ornament aufheben. Hübsch. Beim anderen, das habe ich ja nicht mit hochgeladen, weil ich so rumgetingelt bin und ich das nicht so spannend fand. Ich war ein bisschen neben der Spur. Beim anderen waren es so Kleeblätter. Das sieht jetzt aus wie... ich weiß nicht. Und noch ein Relikt. Ich behalte das lieber. Vielleicht kriege ich später raus, was ich damit mache. So. Fertigkeitspunkte erhalten, ja. Oh, und noch irgendwas? Stufenaufstieg. Notizbuch. Sammelobjekte. Hier, nee. Notfallboxenstopp. Doch, das war das. Legen wir los, Ornament. Und ein Notfallboxenstopp. Oh. Du weißt, weißt du was, Kyle? Deine Mega-Protz-Show für dieses wichtige Casino, für diese wichtigen Casino-Bosse, von der du die ganze Zeit gelabert hast, das wird nichts. Aber weißt du was, Bert? Unser Roadtrip, Baby. Viel Glück beim Verfolgen unserer Staubwolke, du Sack. Goldene Tukane, Ende, Tom. Das Relikt habe ich in einem Hotel gefunden. Und das hier jetzt in diesem hier, und ich weiß gar nicht, was es war. Was waren das überhaupt? Wir waren keine 10 Minuten unterwegs, als wir schon einen Notfallboxenstopp machen mussten. Und zwar einen der explosiven Art, für den man sich beim Personal und den Reinigungsbots entschuldigen muss. Ich habe Tom ja gesagt, er soll in der Lodge kein Sushi bestellen. Das ist nicht das Wodka und auch... Das ist nicht das Wodka. Und auch wenn alles aus dem Nahrungsdrucker kommt, gibt es... ein paar Sachen, die man mitten im Nirgendwo einfach nicht essen sollte. Das ist nicht das Wodka. Ich dachte immer, es heißt der Wodka. Aber Wodka heißt Wasser, also... Aber hey, kein schlechter Ort, um eine von Kyles leuchtenden Kugeln dazulassen. Oh, goldene Tukane. Ende Amir. Das ist ja spannend. Das heißt, wir haben gar nicht die Tasse gefunden beim letzten Mal, sondern das hier. Spannend, spannend, spannend. Gefällt mir natürlich sehr gut. 6 Fertigkeitspunkte habe ich jetzt schon wieder. Ich mache das aber nicht jetzt, ich mache das später. So, und jetzt haben wir diese Tür hier geöffnet und ich wollte als nächstes... Ach ja, genau. Dieselbe Quest machen, die immer noch aktiv ist, in diese Richtung. In 400 Metern, das können wir laufen.
So viele Füchschen. Da laufen Menschen. Das ist ja spannend. Osram. Hallo. Oh, ihr macht mir Platz. Hallo. Pass auf, ich habe die Scherben rechtmäßig gefunden. Ja, mach das ruhig. Ich finde auch ganz rechtmäßig mal Scherben. Das sind Plünderer. Die interessieren mich gerade nicht so sehr. Hier das Lagerfeuer. Das ist natürlich klasse. Das konnte ich vorher nicht ansteuern, weil... Doch, die habe ich schon mal besiegt. Das nächste Lagerfeuer konnte ich nicht ansteuern, weil ich dann noch nicht in der Nähe war. Deswegen konnte ich nicht schnell reisen zur Quest. Aber da sehe ich doch ein paar Blümchen. Ja, es hätte es hervorgehoben. Danke für den Tipp. Aber ich habe ja gesehen, dass man da klettern kann, weil da Blümchen gewachsen sind. Da ist wieder so ein Schaf. Oh, ist da auch irgendwas? Das sah gerade so spannend aus. Nee. Sehr coole Musik, immer noch. Ich weiß nicht, was... Das muss der Durchgang sein, der in Larens Vertrag steht. Ich sollte nochmal die Fakten durchgehen. Den Vertrag schnell lesen. Nochmal den Vertrag lesen. Es gab jetzt 2 Updates, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Also die updaten noch richtig dolle viel. Beuteverträge... Quest deaktivieren. Ich habe vergessen, wo ich das schon wieder lesen kann. Im Inventar. Im Inventar. Outfits, Spuren, Munition, Streifigung, Spezialausrüstung, Fertigkeiten, Karte, Quests, Notizbuch. So. Sammelobjekte. Datenpunkte. Textdatenpunkte. Gescannte Glyphen, Beuteverträge. Achso, ja, ich soll nicht sterben. Ist jetzt irgendwie auch nicht so... so verwunderlich, oder? Was ist das? Steinhall. Das ist das Lager, wo ich aufgewacht bin vorhin. Ja, das ist das Lager, wo ich hingebracht wurde von Wahl. Das heißt, ich hätte hier doch schnell hinreisen können. Ich bin absolut verwirrt. Aber es wurde mir angezeigt, dass ich das nicht kann. Weil ich zu diesem Lagerfeuer und nicht zu Steinhallen wollte. Oh. Schieße auf Fallen in der näheren Umgebung, um ihre Ladung zu entfesseln. Gegner nehmen großen Schaden, wenn sie von herunterfallendem Schutt getroffen werden. Ach so, da oben. Aber ich habe hier gerade gar keine Gegner. Panzerwanderer benutzen oft diesen Durchgang. Und Larent will ihre Panzerung. Ich muss in seinem Lager nur auf sie warten. Vielleicht sollte ich erst ein paar Fallen auf dem Weg stellen, um die Herde zu überrumpeln. Gut, dann machen wir das. Aber vielleicht nicht davor, sondern danach? Oder so? Ach, keine Ahnung. Ich sollte mich ausruhen. Auf die Herde warten. So. Eine ganze Herde. Machen wir mal hier. Wenn ich die spanne, werde ich sie sowieso wieder nicht brauchen. Ist gut, ich brauche Munition. Ja, sei doch nicht so gestresst, Mensch. Aloy. So. Dann können wir hier nochmal so eine Sprengfalle setzen. So. Nicht herstellen, hinsetzen. Ach so. Oder? Moment, kann ich immer nur 2 Fallen hinsetzen, egal von welcher Art? Jau. Oh, das ist belastend. Wofür habe ich dann so viele, wenn ich immer nur 2 setzen kann? Okay, wir gehen anscheinend weiter nach oben. Da ist nochmal ein Blümchen.
Das wäre eine interessante Farbe für meine Rüstung. Hüp. Hüp. Dahin. Okay, sehr schön. Super schön. Dann gucken wir uns hier den Sonnenuntergang mal an. Das sieht gerade doch bezaubernd aus. Hier sehen wir bis ins Utaro-Lager da hinten. Hier ist eine Kiste. Oh, Verzeihung für das Knackgeräusch. Ich habe mich schnell gemutet. Ich musste niesen. Das sieht so aus, als könnte ich... Achso, das ist das Lager. Da hinten ist so ein Riesending. Da ist ja mega viel Loot. Frachtkapsel. Nicht identifiziertes Signal. Das wird ein nächster Langhals sein. Aber da hinten lief doch auch schon einer. Da hinten kann ich schlafen. Nützlich, um Farben herzustellen. Runter, 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 runter. Also nicht schlafen, sondern... Kannst du mal loslassen jetzt hier? Danke. Warten. Hier. Oh, hallo Schaf. So, falsch. Hallo, Schaf. Na komm. Schnell speichern. Und wieder ein Pfeil drin steckt. Witzig. Und im Schaf auch? Ja, da steckt auch ein Pfeil drin. Da im Poppes. Das ist ja verrückt. So. Ich sammle das hier mal noch kurz ein, weil es mich so anlächelt und dann setze ich mich hin. Aber wann? Wann kommen die... Ach, hier kann ich mich richtig schlafen legen. Dann wird das ja automatisch passieren. Der Konvoi. Er ist hier. So. Okay, okay, okay. Also, ich kann das runterschießen. Auf der anderen Seite konnte ich aber auch was runterschießen hier. Oder? Hier war doch auch gerade was. Nö. Und kann ich von denen denn mehr setzen? So. Nee. Ich kann immer nur zwei Fallen. Zwei ist einfach nichts, ne? Ist einfach nichts. Da rechts von mir ist nochmal so was. Die kommen von dort. Die Dicken will ich ja... Also ich will die Dicken will ich kaputt machen damit. Den da. Bei ihnen ist nur ein Panzerwanderer. Achso, ich kann hier mal scannen kurz. Aua. Ich versuch's mal hiermit. Acht Schaden. Wow. 41. Okay. Aua. Oh. Was habe ich denn da aktiviert? Da ist irgendwas Gelbes bei mir aktiviert. Seht ihr das? Schild runter. Das hat nicht getroffen. So ein Mist. Okay, dann hiermit. Weg hier.
schön auf den Hintern schießen. Kannst du hier bleiben, bitte? Ich drücke mal ducken, statt wegzuspringen. Mein Freund. Nicht wegrennen. Wohin des Weges? Wow! Eieieiei. Er hat seinen Panzer verloren oder abgeworfen. Mut 2 bei Aufprall, okay. Seine Pfote hier, die hier. Keine Munition mehr, okay. Ah, okay. Die Aufhängung ist aber trotzdem noch ein Schwachpunkt. Na komm. Versuchen wir es nochmal mit dem hier, weil es so witzig ist. Oh, das war volle Kanne daneben. Ich muss den Panzerwanderer ausschalten, damit Larend ihn ausschlachtet. Das hat gar keinen Schaden gemacht. Ah, okay, weil er sein Schild erst runternehmen musste. Ich will es nochmal machen. Wieder nur gegen das Schild, leider. Und ich bin ihm reingesprungen. Und das nicht gezählt hat. Jetzt. Oha, oha, oha. Schnell, 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 schnell weg hier. Okay, okay. Nee. Ich muss mal schnell die Munition wechseln. Und du musst mal schnell sterben hier. Und du vor allem auch, du nervst ein bisschen. Larends Panzerwanderer. Ich muss ihn ausschalten. Kann doch nicht so schwer sein. Aua. Aua, 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 aua. Oh, nee, 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 nee. Sterben wollte ich jetzt nicht. Machen wir einmal hier holen. So. Larends Panzerwanderer. Ja, das müssen wir doch zwischen. Ja, ja. Machen wir mal Giftschaden. Warum auch immer. Nee. Kommt auch nicht durchs Schild durch. Wieder reingesprungen, ich glaube es. Kannst du dein Schild mal abnehmen? Los, mach's runter, mach's runter, mach's runter. Na los. Put, 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 put. Ja, das ist es auch nicht. Der Stein, der Stein, der Stein. Hier bin ich fertig. Ein schwerer Treffer. Ich sollte alles plündern und die Panzerung Larends Crew überlassen. Eieieiei. Eine Beute für mich. Irgendwie habe ich gedacht, der geht woanders lang, als er dann lang gegangen ist am Ende. Aber so war es ja auch okay. Hier knistert es noch. Nö. Na gut. Ich hätte gedacht, dass er da vorne links lang geht. Ich hätte ihm wahrscheinlich nochmal ein paar Steine auf den Kopf hauen können. Ich nehme mal eben hier nochmal die Rohstoffe aus dieser Falle mit. Die mir ungefähr gar nichts gebracht hat. Und dann gucken wir uns mal das fette Viech da hinten an.
von dem ich dachte, dass das unser Panzerwanderer wäre. Ach, jetzt sind wir hier wieder bei der ehemaligen Hauptquest. Hier kann ich Objekte herstellen. Das ist das Viech, was ich gesehen habe. Das ist ein Donnerkiefer, ne? Ja, unbekanntes Donnerkiefer-Areal. Okay, soweit können wir gucken. Das ist ja abgefahren. Aber wir wollen jetzt zurück hierhin. Gibt es da eine Schnellreise für? Ich gehe mal ins Lagerfeuer und reise mal schnell. Dann wird mir das ja angezeigt, ob das geht oder nicht. Schnellreisen, Beute, Unternehmer, Fahrlicht bestätigen. So. Ich liebäugle schon die ganze Zeit, aber man wird da immer hingeführt von den Quests eigentlich. Ich muss jetzt nicht die ganze Map aufdecken. Du bist zurück. Ja. Ich bin nicht gestorben. Ich habe den Panzerwanderer erledigt. Fanda, Rendur, es gibt Arbeit. Und hier ist dein Lohn, vertragsgemäß. Damit kann ich eine großartige Rüstung bauen. Aber? Tja, ich glaube, die Rüstung aus diesen Bauteilen wird gut. Aber mit ein paar Änderungen könnte sie noch viel besser werden, wenn du noch ein paar Verträge mit mir abschließen würdest. Was meinst du? Na klar. Vertrag Alarmantennen oder Vertrag Plünderer? Beide. Was brauchst du sonst noch für die Rüstung? Alarmantennen. Stark, biegsam. Damit könnte ich die Rüstung flexibler machen. Hm. Wir haben schon eine Wühlerherde ausgewählt. Ich lese mir den Vertrag durch. Mal sehen, was ich tun kann. Dann viel Glück. Erzähl mir mehr von diesen Verträgen. Also folgendes. Plündererkiefer sind stark. Ich könnte die Rüstung damit verbessern. Wir haben hier in der Nähe ein paar gesehen. Wären perfekt geeignet. Ich kann mir den Vertrag ja mal ansehen. Fantastisch. Klingt gut. Und den Loot verkaufen wir mal. Flux. Rohstoffe. Habe ich nicht noch mehr gefunden gehabt? Ich hatte doch viel mehr gefunden vorhin. Jetzt bin ich traurig. Ich hatte doch richtig viel Kram gefunden. In den Kisten. Da. Kristallgeflecht, cool. Ich dachte, es wären viel mehr Armbänder und so gewesen. Schade. Na gut. Sehr schön. Er klingt begeistert. Ich kann die perfekte Rüstung bauen. Ja, ich hätte gerne die perfekte Rüstung. Alarmantennen, da Beuteverträge. Der folgende Vertrag, ausgestellt von Kerufs Bauteile KG Plünderer, verpflichtet hier mit der Fingerin Jägerin zur Erbringung Dienstleistungen. Alarmantennen von der Wühlerherde beschaffen. Die Plünderer empfehlen, die Antennen abzuschießen, bevor die Maschinen die Jägerin entdecken. Gelingt dies nicht, werden sie mehr Maschinen herbeirufen, die sich im Kampf beteiligen. Die Jägerin versteht, dass die Annahme dieses Vertrags inhärente Risiken beinhaltet, wie zum Beispiel den dauerhaften Tod oder auch nur den vorübergehenden Tod. Ich brauche nur die richtigen Teile. Ja, das kriegen wir hin, machen wir. Ansehen. Die Auftraggeber empfehlen, am markierten Standort einige Stürmer zu erledigen, um sie anzulocken. Erlegen, nicht erledigen. Die Jägerin versteht, dass die Annahme... Ach so, ja okay, das ist jetzt auch nicht so schwierig. Machen wir das mal zuerst. Quest, Beuteverträge, Plünderer war das. So. Dann gehen wir da doch mal hin. Auf Karte anzeigen. Oh, euer Ernst. Da oben. Ja, ist okay. Gehen wir einmal hier rüber. Neuer Beutevertrag. Ich sollte mir diese Verträge bei Gelegenheit durchlesen. Habe ich doch nicht eingelassen. Gemacht. Keine Angst, Aloy. Ich habe das Kleingedruckte gelesen. Du sollst nicht sterben und ein paar Plünderer besiegen. Nee, Stürmer. Ach, hier sind wir wieder.
Hier sind wir wieder. Okay. Das ist spannend. Kannst du hier hoch? Hüpf, hüpf. Da kann ich auch hoch. Ich würde gern zu dem Lagerfeuer, um schnell zu reisen. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich da so hinkomme. Da hochklettern. Da ist eine Kiste. Hoch mit dir. Ach ja. Ah, oh ja, das machen wir auch eben mal. Grünglanz. Und ein mittleres Lager. So, hier, wo die Schlacht stattgefunden hat, waren wir jetzt wieder. Schnellreise. Und zwar nach da oben zu der Stürmerherde. Zu diesem Lagerfeuer. Ist krass, wie schnell auch, also wie schnell die Schnellreise ist und wie kurz der Ladebildschirm dann entsprechend auch nur ist. Die Stürmerherde aus Larens Vertrag sollte in der Nähe sein. Mhm. Ich sollte mir den Vertrag noch einmal durchlesen, damit ich nichts übersehe. Da sind die Stürmer. Wenn ich ein paar ausschalte, sollte das die Plünderer anlocken, nach denen ich suche. Oh, weil hier mit mal was witzig ist. Huhuhu, der ist tot. Verdammt. Hinter mir ist auch einer. Aua, aua, aua. Ich hab doch gerade zugeschlagen, Mensch. Erwischt. Zwei haben wir erwischt. Aua. Na komm, du lockst doch bestimmt auch Plünderer an, wenn du tot bist. Erledigt. Ich gebe nicht auf. Brauchst du auch nicht. Das sind hier kleine Biester. Erwischt. Jetzt nur noch ein paar. Wow, du kommst aber hier angepirscht, Mensch. So. Auch tot. Ihr auch? Ich bin gar nicht da. Naja, vielleicht bin ich doch da. Uff. Schon wieder voll reingerannt. Na komm. Na komm. Upsa, der hat nochmal nachgesetzt, obwohl ich ausgewichen bin. Okay. Ich guck mal, ist hier irgendwo. Hier kann ich das so hoch. Ob ich mal ein bisschen geschickter anstelle.
Upsa! Oh ja, das war nicht geschickt, da. Das war das Gegenteil von geschickt. Der ist mir nämlich einfach hinterhergekommen. Uah! Mensch, wie schnell kann man sich denn bewegen hier in Slow-Mo? Ach so, da ist der andere. Kam auch von oben. Pew. Vier Schaden, wow. Oh oh, oh 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 oh. Okay. So, den hier noch platt machen. So. Mehr Bärchen. Ich hab kaum noch Bärchen. Yep. Ich hab kaum noch Bärchen. Gut, und dann vermutlich plündern. Das ist einer. Ich bin nicht willkommen. Das sollte reichen. Wird Zeit, die Teile zu Larin zu bringen. Kein Problem. Aber ich loot noch schnell ein bisschen. Da ist doch noch ein bisschen was. Oh, ich brauche dringend auch Beeren und... Was ist hier denn eigentlich mit meinen Gesundheitstränken? Ich habe doch so viele gesammelt auch wieder. Also die kann ich bestimmt auch aus dem... Lager holen, indem ich nach unten drücke. Ja, aber ich kann die herstellen. Oh, aus heilenden Beeren, super. Na gut. Da ist noch ein Teil. Und dann muss ich, das ist ein Vorratslager, war es hier schon die ganze Zeit. Dann muss ich wohl das werde ich brauchen. Gleich mal eine kleine Lootpause machen. Da waren zwei Bärchis. Ja, dann haben wir hier alles gelootet. Aber dann gucken wir erstmal nach dem zweiten Beutevertrag noch. Plünderer und dann Alarmantennen auf Karte anzeigen. Okay, ah ja. Können wir auch schnell hinreisen. Wo ist das nächste Lagerfeuer? Da. In diese Richtung. So, jetzt haben wir auch schon wieder eine Beere im Lager. Das ist doch mal was. Nee, wo? Dort. Ich bin auf die Rüstung gespannt. Die wir dadurch kriegen könnten. Also jetzt müssen wir die Antennen abschießen, damit die nicht noch mehr Freunde rufen. Fortfahren. So. Ich muss nah an der Maschinenposition aus Larens Vertrag sein. Ich sollte ihn nochmal durchlesen. Für alle Fälle. Nee, ich weiß das noch. Hier habe ich schon mal, glaube ich, gegen andere Viecher gekämpft. Mit so Hörnern. Ja, da ist eine offene Kiste. Ach, das sind die. Ah. Wühler, wie Laren gesagt hat. Ich brauche ihre Antennen. Wenn ich sie abschieße, ohne entdeckt zu werden, sollte alles reibungslos ablaufen. Okay. Antenne abgetrennt! Was? Wo?
Verstehe ich nicht. Hier ist nur Gras. So. Das ist doch super. Beim anderen machen wir es einfach genauso. Die Antennen. Oh, da ist ja eine richtig tolle. Nee, das ist die Antenne. Da ist nochmal ein Wächter. Muss mich irgendwie bis da vorne nach vorne schleichen. Wo ist denn der andere Wächter hin? Frost macht sie brüchig. Ich habe auch leider nichts mit Frost. Tut mir leid. Getroffen! Oh, er kommt aber angerannt. Rechts neben mir ist ein... Oh, Schlag von oben? Nein! Oh, das war knapp. Jetzt muss ich die Antennen noch einsammeln. Ich dachte, das hier wäre irgendwas, aber das ist anscheinend gar nichts. Hier, eine Antenne. Und wo ist die zweite Antenne? Ach so, die liegt wahrscheinlich da unten, wo ich sie abgeschossen habe. Hier irgendwo? Da. Ich brauche nur noch eine weitere. Ach so. Da oben, da haben wir ihn doch. Und wo gehst du so lang? Was meinst du? Ich könnte die Energiezelle abschießen. Dann kann er das Feuer nicht mehr erwidern. Nee, wir schießen die Antenne einmal ab hier. Dann kommt er hier hingelaufen. Treffer! Ja, okay. War jetzt auch nicht so wild. Aber dafür hat er uns jetzt entdeckt. Ich muss abgetrennte Antennen einsammeln. Ja. Und kaputt. Gut, die letzte Antenne liegt da oben und dann können wir auch schon wieder zurück schnell reisen. Ich sollte diese Antennen zurück zu Larent bringen, wenn ich kann. Klasse. So, wo war denn nochmal das Lagerfeuer da drüben? Hallo, Waschbär, du hast vorhin fast meine Tarnung verraten. Dafür musst du sterben. Dass das nichts ist, ne? Na gut. Also diese Herden, die spawnen immer wieder. Das heißt, man kann mehrfach gegen die gleichen Herden kämpfen. Das sind halt Orte, an denen immer wieder die gleichen Viecher hier spawnen. Das heißt, wenn ich mal irgendwas brauche, dann kann ich hier mir weitere Antennen holen. Und du bist wieder so ein schicker, blauer, ein Heer. So, Schnellreiser. Und zwar hierhin. Und dann gucken wir mal, ob er doch schon die Rüstung für uns hat. Das wird auch richtig cool. Oh, perfektes Timing, Jägerin. Wie, ist die Rüstung fertig für mich? Ich habe alle Teile für dich. Dein guter Ruf als Jägerin ist mehr als verdient. Hier ist dein Lohn. Und die Scheint Rüstung... Scheint so, als hättest du jetzt alles, was du für die Rüstung brauchst. Naja... Unsere Späher haben ein Reishorn entdeckt. Spuckt Feuer wie eine heiße Schmiede. Mit dem würde meine Rüstung ein Inferno überstehen. Was meinst du? Ich lese mir das später durch. Mal sehen, ob ich es finde. Du wirst es nicht bereuen.
Ein kleiner Nimmersatt. Zum Kauf markieren, das brauche ich alles. Was ist das? Verkauf gegen Metallscherben. Ach so, ich dachte, damit könnte ich irgendwas aufwerten. Dornrückenherz. Ich habe Angst, aber Verkauf gegen Metallscherben steht da nur. Ja, kann ich nur gegen Metallscherben, kann ich nicht zur Ausrüstung auf hier Ausrüstung, Upgrade, Rohstoffkram. Da steht nämlich unten Waffen, Outfits mittlerer Stufe an Werkbank verbessern. So, und dann habe ich 1400 Scherben. Damit kann ich doch schon wieder einiges Schönes kaufen. Versprochen, das sind die letzten. Versprochen, das sind die letzten Verträge in der Gutschriftrolle. Der folgende Vertrag, Jägerin Reishorn, das am markierten Flussufer gesichtet wurde und weidet es aus. Aufgrund ihrer Schnelligkeit konnten Späher diese Maschine bisher nicht erwischen. Die Plünderer empfehlen sich, hinsichtlich dieser Tatsache etwas einfallen zu lassen. Die Jägerin versteht, dass die Annahme des Vertrages inhärente Risiken wie den Tod beinhalten kann. Aufgrund der Schnelligkeit konnten Speer diese Maschinen bisher nicht erwischen. Bauteile, Jägerin. Und dann kriege ich diese Rüstung und die ist mega. Mega gut. Das möchte ich doch auch hoffen. Gucken wir mal auf der Karte. Quest, Beutevertrag. Das macht mir gerade richtig Spaß. Das hier auf Karte anzeigen. Ist direkt hier nebenan. Gucken wir mal, wie spät wir es hier haben. Ich habe die Zeit vergessen. Tut mir leid, es sind schon wieder 42 Minuten. Das heißt, das Reishorn hole ich mir in der nächsten Runde. Tut mir leid. Bis dann. Ciao.